sagen, dass da unten einer spielt, der, den wir auf der anderen Seite des Netzes sehen, der laut Gazzetta dello Sport, berühmte italienische Tageszeitung, die ja auch vorhin Johannes schon in der Hand hatte, dem Ideal des perfekten Tennisspielers am nächsten kommt. Wir haben mal ein Puzzle zusammengestellt aus den verschiedenen Grundschlägen und den verschiedenen Fähigkeiten, die ein Tennisspieler haben muss. Und laut Gazzetta dello Sport verfügt Pete Sampras über den besten ersten Aufschlag sowie die wuchtigsten Angriffs- und Schmetterschläge. Allerdings, um zum Ideal zu kommen, bräuchte man von Michael Stich die Rückhand, von Boris Becker das Ballgefühl, von Goran Ivanisevic den zweiten Aufschlag und Andre Agassi müsste seinen Returns in dieses Puzzle einfügen, dann wäre alles gut. Warum ist Stefan Edberg nicht dabei, Günter Bosch? Ja, also die Italiener sehen ja das Tennis ganz anders als wir. Und die meinen, also Tennis wird mehr mit der Hand gespielt, mit dem Arm gespielt und weniger mit den Beinen. Wir meinen also, dass Tennis eigentlich von unten nach oben losgeht und dass die Beinarbeit eigentlich das Allerwichtigste ist. Und da wäre Stefan Edberg natürlich einer, den man, was die Beinarbeit anbelangt, ganz vorne ansiedeln müsste. Genau so ist es. Und mit dieser Beinarbeit und mit diesem Aufschlag-Volley-Spiel, das er uns heute auch versuchen wird, in seiner Perfektion zu zeigen, er hat schließlich und endlich 40 Turniere gewonnen, mit dieser Art Aufschlag-Volley zu spielen, das wird er auch heute versuchen, diese Stärke wird er versuchen durchzusetzen. Schwedische Fans in der Halle, Annika grüßt Stefan und ich bin sicher, dass auch Pete Sampras seine Fans haben wird hier. Mittlerweile bei 29 Turniererfolgen angekommen, allerdings 5 Jahre jünger als sein Gegenüber. Und schauen Sie mal, 9 Turniersiege allein im Jahr 1994. Damit ist er nicht nur Spitze, sondern auch der Erste, der eine solche Zahl wieder geschafft hat, seit der große Ivan Lendl vor 5 Jahren im Jahre 89 10 Titel in einer Saison mit nach Hause bringen konnte. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass er ja doch in den letzten Monaten dieses Jahres nicht spielen konnte. Er war zweimal verletzt, gewaltig verletzt. Er musste auf viele Turniere verzichten, sodass wahrscheinlich die Turniersiege etwas höher gewesen wären, als sie schon so hoch eigentlich waren. Ich glaube, er ist wirklich ein Spieler, der nahe der Perfektion kommt. Den perfekten Tennisspieler wird es nie geben. Jeder Spieler hat immer wieder noch etwas dazu zu lernen. So gesehen können wir gar nicht von einem perfekten Spieler reden. Aber annähernd der Perfektion, da in diesem Bereich befindet sich doch Sampras. Dann wollen wir noch ein Sätzchen zu seinem Spiel gestern von Ihnen hören, Günter Bosch. Denn wenn ein nahezu perfekter Tennisspieler, Nummer 1 der Weltrangliste, erfolgreichster Spieler des Jahres, 1994 nach Frankfurt kommt und dann gegen Boris Becker verliert. Gestern war Rudi Berger übrigens auch der Mann, der im Einsatz war, genau wie vorgestern beim ersten Becker-Match, der Herr in Grün. Wie ist sowas dann zu erklären? Ja, weil Tennis ja auch mit dem Kopf gespielt wird. Ja. Und dieser mentale Bereich, der ist ja doch ein erheblicher Faktor, wenn man so ein wichtiges Spiel spielt. Und Sampras weiß zurzeit nicht, wo er steht. Er hat zwar das Turnier in Antwerpen gewonnen, aber da hat ja nur Michael Stich unter den ersten 10 mitgespielt. Und so war das nicht der richtige Maßstab für ihn. Er hat gegen das Publikum spielen müssen. Das war auch ein großes Problem für ihn. Er hatte, wie wir so einfach sagen und locker, er hatte den Flattermann in der Hand und hat wirklich Bälle verschlagen, die er normalerweise, besonders die Flugbälle, die er normalerweise nicht verschlägt. Dann wollen wir in der Schlussphase, der Einschlagphase von Ihnen auch noch eine Prognose hören, Günter Bosch. Es ist ein enormer Druck für beide da, das ist ganz klar. Bei Pete Sampras ist klar, wenn er heute verliert, ist er raus. Das wäre eine Riesenenttäuschung für den Weltranglisten, erstens hier das Halbfinale nicht zu erreichen, was er seit 91 immer geschafft hat. Sampras muss also gewinnen. Edberg ist eigentlich der Außenseiter. Wir haben ihn vorne als Zählkandidaten mal eingeschätzt, aber nach dem Spiel gestern muss man ihn natürlich sehr ernst nehmen. Was erwarten Sie für ein Match? Wird der Aufschlag von Sampras entscheiden? Wird die Beinarbeit von Edberg entscheiden? Wo sind die Knackpunkte bei dieser Partie? Ja, ich glaube eher, dass die Knackpunkte im Return sein werden. Also ob der Edberg imstande ist, abzulesen die Richtung der Aufschläge von Sampras. Sehen wir kurz rein, das ist der Tim Gullickson, der Coach von Pete Sampras. Er hat auch noch einen Zwillingsbruder, der heißt Tom. Er sieht genauso aus, bis auf die Narben, die Sie da sehen im Gesicht. Da ist er nämlich in Stockholm nach einem kleinen Schwächeanfall mit dem Gesicht in eine Glasplatte gefallen. Hätte noch übler ausgehen können. Das verheilt alles wieder, die Narben werden bleiben. Niki Pilic hat ihm übrigens damals geholfen und hat ihn gefunden. Also der Tim Gullickson, der Coach von Pete Sampras, der Tom, sein Bruder, ist der Davis Cup Captain der USA. Das wird er auch im nächsten Jahr wieder sein.
Ja, ich wünsche mir eigentlich, dass dieses Spiel Sampras gewinnt. Das ist die Ehefrau von Edberg. Annette. Annette. Heute wieder eine neue Frisur. Kein Aberglaube. Normalerweise müsste man dieselbe Frisur tragen wie bei dem gewonnenen Spiel. Aber sie bietet uns immerhin eine Abwechslung, jeden Tag was Neues. Obwohl ja, aber das ist die Verliererfrisur dieses Jahres. Oh Gott. Na, wenn das natürlich der entscheidende Faktor ist, ich hoffe, der Stefan weiß das nicht. Vielleicht, ja, vielleicht legt er keinen Wert auf Aberglaube. Ja, jedenfalls, wenn Sampras hier gewinnen sollte, so wie das so schön dargestellt wurde von unserem Moderator, dann glaube ich, wird das Spiel natürlich zwischen Boris und Stefan morgen enorm, enorm schwer und wichtig. So, Sampras schlägt auf. Das war doch schon ein Vorgeschmack auf das, was hier passieren kann. Aufschlag, Vorrücken ans Netz, sehen wir hier. Herrlich aber die Antwort von Stefan Edberg. Und dann verschlägt er diesen Ball. Den leichtesten. Aber man sieht, das wird Tennis vom Feinsten werden. Hoffentlich bleibt es so. 30. Erstes Ass für den Weltranglisten Ersten. Das kennen wir auch. Gestern hat er gespielt gegen Boris Becker. 12 Asse, ein Dutzend, das hat nicht gereicht. Boris hatte 15. Von Stefan Edberg werden wir sicherlich keine zweistellige Zahl sehen. Das ist ein absolutes Wunder. Ja, der erwartete Auftakt eigentlich für den Weltranglisten Ersten, der ja, wir haben es vorhin angesprochen, sehr darunter gelitten hat, dass ihm einfach die Matchpraxis fehlt. Günter Bosch, das war einmal zwischen Wimbledon und den US Open mit der Fußverletzung und dann natürlich nochmal, als er beim Davis Cup in Schweden ja aufgeben musste im Spiel gegen Stefan Edberg. Nach dem ersten Satz. Da hat er wieder 4 Wochen gebraucht und so kam er dann nach Stockholm und da hat er dann gegen einen Boris Becker in Überform verloren. Denn normalerweise, wenn Pete Sampras, nach eigener Aussage übrigens hier in Frankfurt, hundertprozentig fit ist, dann ist er der Gruppenfavorit mit Boris Becker zusammen. Ja, theoretisch müsste es so sein, aber die Praxis sieht immer anders aus, weil ja immer wieder irgendwelche Wehwehchen dazukommen, irgendwelche Hindernisse, die man zu bewältigen hat. Er hat eigentlich nicht diese Härte da, sich durchzubeißen, durchzukämpfen. Er ist doch ein Spieler, der sehr technisch ist, der alles kann, aber nicht der diesen Siegeswillen hat und diese mentale Stärke, Fitness, wie er sie zum Beispiel Boris hat. Und er hätte gern 3 bis 4 Monate Pause im Jahr, das hat er mir am Montag gesagt, so wie Basketball in Amerika beispielsweise auch. Edberg schlägt auf 0-1 aus seiner Sicht. Wenn wir nochmal kontrollieren, ja, der war seitlich aus, oder? Mit einem kleinen Härchen vielleicht doch noch drauf, wird aber ausgegeben. Und der wird gut gegeben, ein Ass von Stefan Edberg. Die Ausnahme. Es ist deutlich zu sehen, dass Sampras sehr nahe im Spielfeld steht. Er lässt den Ball nicht hoch abspringen. Der Aufschlag von Edberg ist ja bekannt als ein gewaltiger Kickaufschlag, der sehr hoch abspringt, wo der Ball sehr hoch abspringt. Er nimmt ihn ganz früh und Sie haben es hier deutlich noch mal sehen können.
dass diese Returns so schnell getroffen, so früh getroffen, sehr überraschend sind, auch für einen Edberg. Und prompt hat er zwei Breakbälle gegen sich, der Stefan Edberg im allerersten Aufschlagspiel. Hier sehen wir nochmal diesen herrlichen Return von Sampras. Ja, das erste Break. Besser kann es natürlich nicht anfangen, so ein Match für den Weltranglisten-Ersten, der ja seit über einem Jahr diese Position innehat. Seit Ivan Lendl hat es niemanden mehr gegeben, der ununterbrochen länger als ein Jahr ganz oben steht, seit dem 13. September 1993 Weltranglisten-Erster. Pete Sampras schlägt auf. Knapp aus der Ball. Ja, für Edberg ist dies sehr schwer, weil er hat ja den ersten Tag eine Pause. Er hat gestern gespielt, ein sehr schweres Spiel, das ihn bestimmt nicht so kräftemäßig angestrengt hat, aber bestimmt die Konzentration in den mentalen Bereich doch ein bisschen angeknackst hat. Er startet in dieses Match nicht so wie sonst, also mit viel Bewegung und sehr aktiv, sondern im Gegenteil sehr passiv. Vornehmlich der Versuch von Pete Sampras, auf die schwächere Seite von Edberg den Ball zu platzieren, auf die Vorhandseite und dann im Rhythmuswechsel auf die Rückhand und so der Fehler von Stefan Edberg. Mit einem Ass beendet Pete Sampras sein Aufschlagspiel 3-0 gegen Stefan Edberg. Der Glanz umgibt den Weltranglisten-Ersten. Pete Sampras hier in der Frankfurter Festhalle, der sein zweites Gruppenspiel gegen Stefan Edberg optimal begonnen hat. Gleich einen Break zum Auftakt. Er liegt 3-0 in Führung. Und Stefan Edberg, gestern Sieger gegen Gordan Iwanisevic, wird jetzt aufschlagen. Der Blick von der Kuppel herunter auf den Court. Edberg to serve. Hat er sich verguckt. Da hat sich Stefan Edberg verschätzt, hat gedacht, der Return ist zu lang. Denn er hätte ihn ja problemlos erreichen können zum Volley. Und so fällt der Ball noch in das Feld von Edberg. Thank you.
Spielen. Knapp im Aus der Ball. Stefan Edbergs erstes Erfolgserlebnis heute Nachmittag. Bringt sein Aufschlagspiel durch, 1-3. Viel zu viel konzentrierter als beim ersten Aufschlagspiel. Also viel bessere Leistung jetzt. Vielleicht kann er sich auch im Return-Spiel ein bisschen steigern, aber bei dieser Aufschlagstärke von Sampras wird das nicht so einfach sein. Vielleicht beim zweiten Aufschlag. Sampras wird natürlich versuchen, mehrheitlich auf die Vorhandseite von Edberg zu servieren, weil das die vermeintliche Schwachstelle ist beim Schweden. Das heißt, jetzt müsste er in die Mitte aufschlagen. Sampras hat ein Problem, wenn der Return unterschnitten zurückkommt. Gut. Stefan Edberg wird langsam warm. Ja, eine sehr gute Variante, dieses Chip and Charge gleich den Return anzugreifen. Und da am Netz sieht man ganz klar, dass er den besseren Riecher hat und genau dahin da steht, wohin der Sampras den Ball zu spielen. Breakchance für Edberg. Der passt. Das Break ist da, das Spiel ist wieder offen. 3-2 nur noch für Pete Sampras gegen Stefan Edberg. Pete Sampras gegen Stefan Edberg, 3-2. Sampras, den wir vorhin als fast idealen Tennisspieler bezeichnet haben. In einer Umfrage unter den Spielern wurde Stefan Edberg als der fairste und der bescheidenste ausgewiesen und bei der Frage nach dem Professionellsten steht er an zweiter Stelle hinter Lendl. Aber der ist lange nicht mehr in den Top Ten. Edberg schlägt auf. 15 Uhr. Die
0, das Auftaktspiel, 3 beide. Und Günter Busch, wir gehen ins ominöse 7. Spiel und Edberg macht momentan einen stärkeren Eindruck. Ja, er hat ein bisschen unkonzentriert begonnen, hat sich auch nicht so bewegt wie sonst, ist aber schnell wieder ins Spiel gekommen. Sampras hat ihm dabei ein bisschen geholfen. Er ist auch sehr verärgert, Sampras. Er spielt nicht das, was er eigentlich so spielen kann. Sieht man auch beim ersten Aufschlag, nur 50% der ersten Aufschläge ins Feld. Sie sehen beim zweiten Aufschlag, da ist Edberg voll dabei. Er greift sofort an und da hat er immer 2 Chancen gegen eine. Also das heißt, entweder wird der Passierball verschlagen, und das war ja der Fall hier bei Sampras, oder er verwandelt den anschließenden Volley. 15 Mal. Gefühl, auch in der Vorhand bei Stefan Edberg. Ja, man konnte auch hier deutlich sehen, wie er mit dem Körper nach vorne kommt, gar nicht so fest draufhaut, sondern mehr die Richtung entscheidet, durch eine genaue Armbewegung. Das wird Frau Edberg freuen. Oh. Fantastischer Reflex von Sampras. Wobei ich sagen muss, der Ball da hinten, der schien mir wirklich fast aus zu sein. In der von hier aus gesehen entfernteren Seite, der jetzt kommt. Aber fantastischer Volley dann von Tsempis. Gute Reaktion von Edberg beim Return ermöglicht ihm wiederum eine Breakmöglichkeit. 3-0 stand zu Beginn für Tsempis. Und jetzt hat der Schwede die Chance zum 4-3, zum zweiten Break. Aber wenn der erste Aufschlag kommt, so wie in diesem Fall, dann ist es natürlich sehr schwer, den Return ins Feld zu bringen. Es waren 188 Kilometer pro Stunde, allerdings nach außen serviert. Aber Sie haben es gesehen, dadurch befreit sich Sampras aus dieser Breakmöglichkeit für Edberg. Und noch gleich ein Ass hinterher. Das 4. in diesem Match. Erster Doppelfehler bei Sampras, der Probleme mit seinem Aufschlag hat. Deutlich zu sehen, dass er ein bisschen Angst hat, dass Edberg wieder mit diesem zweiten Aufschlag direkt angreift und ans Netz kommt. Und da ist das Break. Stefan Edberg geht mit 4-3 in Führung gegen Pete Sampras. Stefan Edberg, Nummer 8 der Weltrangliste, führt gegen Pete Sampras mit 4-3, liegt ein Break vor und schlägt jetzt mit 9 Bällen auf. Ja.
Pass Nummer 2 von Stefan Edberg und damit Spielball zum 5:3 im ersten Satz. Günter Busch, ich bin überrascht. Was ist mit Sampras? Dem fehlt das Selbstvertrauen. Viele Fehler jetzt. Ja, viele Fehler, aber Edberg spielt besonders gut. Er hat ja gewaltig die Fehlerquote reduziert. Er spielt ein sehr gepflegtes Tennis. Sehr, sehr locker, aber sehr effektiv. Nicht so ganz voll die Festhalle am frühen Nachmittag. Im Laufe des Tages dann allerdings auch noch Andre Agassi heute im Programm. Und da bin ich sicher, wird er die Massen ziehen, genau wie Boris Becker gestern. Spiel Sampras, aber guter Bosch, Stefan Edberg. Ich hätte so ein bisschen den Eindruck, das lässt er jetzt mal laufen, das Aufschlagspiel, weil er genau weiß, er hat gleich mit eigenem Aufschlag die Chance, diesen Satz hier zu gewinnen. Ja, es ist meistens die Taktik, die man in solchen Situationen verfolgt, indem man sich nicht übermäßig anstrengt, dieses Return-Spiel zu gewinnen und versucht, sich voll die Kräfte zu sammeln für das eigene Aufschlagspiel. Sampras wird den Schläger wechseln gleich und da sehen wir schon den großen Unterschied, was die Aufschlagstärke der beiden heute anbelangt. Mit 47% erstem Aufschlag kann er eigentlich dieses Match gar nicht gewinnen. Ja, so sagt die Theorie, dass man wenigstens über 55% aufschlagen müsste, um ein Spiel zu gewinnen. Aber Edberg ist ja derjenige, der eigentlich nicht mit dem Aufschlag das Spiel gewinnt, sondern mit dem anschließenden Flugball, den er spielt. Und sein Ziel ist eigentlich, den Ball so zu platzieren, dass er dann mit dem Aufschlag so nah als möglich ans Netz herankommt. Hier sehen wir einen schönen Return von ihm. Gucken Sie, wie tief er in den Knien steht. Ja, also während des gesamten Ballwechsels wird er nicht ein einziges Mal die Knie strecken, sondern ständig gebeugt. Sehen Sie die seitlichen Schritte, die er zum Ball macht, die seitliche Stellung zum Ball, voll durchgeschlagen, sogar aus dem Sprung. Und jetzt erst ist der Punkt beendet. Und dann kann er die Knie strecken. Schlägt auf zum Satzgewinn. Knapp aus. Schöner Ballwechsel aber zwischen den beiden. Pete Sampras, der den Schläger übrigens nicht gewechselt hat, hat nur die Seiten nachgezogen. Kampfgeist ist erwacht beim Weltranglisten erst und fast hätte er den Ball noch ins Feld gebracht.
dem Gerät müssen die Linienrichter bzw. Richterinnen die Aufschlaglinie überwachen. Es gibt ja zum ersten Mal auch weibliche Linienrichter hier bei der ATP-WM, bei der 5. Auflage in der Frankfurter Festhalle. Sehr schwerer Volley gespielt von Edberg, aber sehr, sehr lang. Und so konnte er wieder sich richtig hinstellen zu dem anschließenden Passierball, den aber Sampras ins Netz schlug. Ass Nummer 3, Satzball Nummer 1, noch keine halbe Stunde gespielt zwischen der Nummer 8, der frühere Nummer 1 und der aktuelle Nummer 1, Edberg, auf dem Weg, den ersten Satz gegen Pete Sampras zu gewinnen. Zwei Satzbälle. Und Ass Nummer 4. Erster Satz an Stefan Edberg mit 6:4. Voll im Hoch, was die Psyche anbelangt, nach seinem Erfolg gestern gegen Goran Ivanisevic. Selbstvertrauen umgesetzt und jetzt lächelt sie endlich. Die Frau Edberg und Jonte Sjögren dahinter, der Davis Cup Captain, ist auch zufrieden, denn schließlich ist sein Topspieler Stefan Edberg der, der die schwedische Mannschaft auch ins Davis Cup Finale geführt hat gegen Russland Anfang Dezember. Da muss er noch mal ran und anschließend vielleicht wieder gegen Sampras beim Comeback Grand Slam Cup in München. 30. Zweiter Doppelfehler von Pete Sampras in diesem Match. Der Ball. Und deshalb erstes Spiel im zweiten Durchgang an Pete Sampras, der Günter Borsch vielleicht auch auf der psychologischen Ebene sich was einfallen lassen muss, um das Selbstvertrauen von Stefan Edberg anzukneifen. Was kann er tun? Das ist eben nicht so einfach. Wenn die Schläge einfach nicht kommen, dann kann man kein Selbstvertrauen haben. Großes Selbstvertrauen und dann die Schläge zu verbessern, gibt es eigentlich nicht. Der einzige Weg ist der, dass er sich mehr auf das konzentriert, was er eigentlich spielen will, also auf die Schläge. Und dann könnte sich auch das Selbstvertrauen steigern. Also einen anderen Weg gibt es eigentlich nicht. Nur, er ist sehr kribbelig, er sagt, das ist unfassbar, dass ich eigentlich solche Fehler mache. Ich habe in diesem Jahr so gut Tennis gespielt, habe ich eigentlich dieses Spiel vergessen. Aber das ist es ja im Tennis. Dieses Spiel kann man sehr, sehr leicht vergessen und da muss man wieder von Null anfangen und muss bescheiden wieder die Schläge aufbauen. Und das ist auch in seinem Fall als die Nummer 1 im Welttennis nicht so einfach. Das war nochmal der letzte Ballwechsel aus dem ersten Spiel des zweiten Satzes. Und ich bin gespannt, ob Edberg weiterhin so konzentriert spielen kann wie im ersten Satz. 74% der ersten Aufschläge hat er reingebracht. 4 Asse, schon 1 mehr als gestern gegen Ivanisevic im gesamten Spiel. Sieht gut aus. Ja, es ist deutlich zu sehen, dass er viel an diesem Aufschlag getan hat. Er ist ein guter Arbeiter, ist sehr fleißig. Wir sagten ja,
in dieser Aufstellung, dass er die zweitbeste Einstellung hat, was das Training betrifft. Er wirft den Ball viel weiter nach rechts und dadurch hat er eine viel bessere Kontrolle, besonders was den ersten Aufschlag betrifft. Eigentlich ist ja Sempers der, der den variantenreicheren Aufschlag pflegt. Hat er ja früher geübt mit seinem ersten Trainer, dass er erst in letzter Sekunde entschieden hat auf Zuruf Vorhand oder Rückhand. Das wird so einfach gesagt, kann man aber praktisch nicht machen, im letzten Augenblick jetzt dazu entscheiden, ob das jetzt ein Aufschlag mit Slice oder mit Kick ist. Nee, das nimmt er sich vorher vor. Nur, er kann das Ganze so verstecken, so verdecken, dass das nicht erkennbar ist durch den regelmäßigen, gleichmäßigen Aufwurf. Das hat er eben von Rod Laver gelernt, genau das ist sein Vorbild und von dem hat er es eigentlich übernommen. So, jetzt wird zum ersten Mal kritisch für Stefan Edberg, wenngleich auch noch kein Breakball an die Wand gemalt ist. Das war eben dieser neue Aufschlag, den Edberg jetzt so gut macht. Dadurch, dass er den Ball weiter nach rechts wirft, kann er den Ball seitlich treffen, also den Seitendrall den Ball vermitteln und so nach außen aufschlagen. Schwer zu nehmen, der Return. Ganz tief musste Stefan Edberg runter. Hier dieser Return von Pete Sampras. Da muss er ganz nach unten gehen, der Stefan Edberg. Und deswegen kommt er nicht mehr an den anschließenden Passierschlag von Pete Sampras ran. Das ist genau die Gestik von Sampras. Wie kann sowas möglich sein? Unerklärlich. Ja, aber eben diese Aufschläge direkt auf den Körper, die sind ja am schwersten zu retournieren. Man hat keinen Platz, keinen Raum für die Armbewegung, für den verlängerten Arm, den Schläger und den Ball, der ja so nah an den Körper herankommt. Ballwechsel, tolle Laufleistung von beiden. Aber das ist ja das Unglaubliche, ja, so eine lange Strecke zu laufen, wie hier zu sehen ist, und außerhalb des Platzes noch über den Netzpfosten da, mit so viel Gefühl den Ball noch herüber zu schubsen. Das kann nicht jeder. Oh, da soll der Ball am Netz gewesen sein beim Aufschlag. First Service für Pete Sampras. Interessant vielleicht mal für unsere Zuschauer, dass sie genau sich angucken, wo der Edberg steht, bevor Sampras den Ball hochwirft beim Aufschlag und wo er stehen wird in dem Augenblick, in dem er den Ball trifft. Da haben wir den Zwilling von Tim Gullickson, Tom Gullickson. Mittlerweile kann man sie gut auseinanderhalten. Gucken Sie, jetzt steht er ungefähr einen halben Meter hinter der Grundlinie und jetzt steht er einen Meter vor der Grundlinie.
Und doch hat es nicht gereicht, denn Sampras spielt da wirklich einen hervorragenden Passierball. Ass Nummer 6. Knappe Führung für Pete Sampras, was die Statistik der Asse anbelangt gegenüber Stefan Edberg. Normalerweise klafft die Schere zwischen den beiden viel weiter auseinander. Wieder anderthalb Meter hinter der Grundlinie, jetzt geht er nach vorne. Ja, wie leicht, wie locker das Ganze aussieht, den richtigen Schwung, die richtige Stellung zum Ball. Jetzt können wir vielleicht noch mal diesen Rückhand-Longline gespielten Ball sehen. Sie, er bleibt seitlich stehen, er rotiert nicht mit dem Oberkörper in den Schlag, sondern bleibt seitlich stehen. Punkt gemacht, 2:1 die Führung für Pete Sampras gegen Stefan Edberg in diesem zweiten Satz. Scarlett am Abend und Edberg und Sampras zur Mittagszeit. Kann ein guter Tag werden heute in Sat 1. Nochmal diese herrliche Studie. Dieser athletische Lauf, Sie sehen, der Schläger wird nicht auch in der linken Hand gehalten, sondern nur in der rechten. Edberg schlägt auf. Mal was lernen. Nick Politieri, der Coach von Boris Becker. Hat er früher auch mit Pete Sampras gearbeitet? Ja, lernen will er vielleicht nicht. Er will sich nur genau angucken, wie die Form von Stefan Edberg ist. Denn das hat ihn bestimmt auch überrascht, dass der so glatt gestern gegen Ivan Isevich gewonnen hat. Und morgen spielen die beiden ja gegeneinander. Becker gegen Edberg, der nächste Klassiker in der Festhalle. Ja, da war ein bisschen Frust in dieser Rückhand. Aber sehr schön, wie tief er da in die Knie geht. Und auch hier deutlich zu sehen, dass die linke Schulter sich nicht nach vorne dreht, erst nachdem der Ball getroffen wird und beim Aufschwung. Dann kann sie nach vorne kommen. Aber Edberg erstaunlich stark mit dem ersten Aufschlag. Sein fünftes Ass. Und er gleicht aus in diesem zweiten Satz. Zwei beide. Keine Breakmöglichkeit in diesem zweiten Satz. Weder für den einen noch für den anderen. Jetzt ist Pistol Pete, wie er ja wegen seiner normalerweise gefürchteten Aufschläge genannt wird, wieder mit dem Service an der Reihe.
falsche Ecke ausgesucht. Von Stefan Edberg. Ein bisschen Glück ist auch dabei, die Netzkante beeinflusst diesen Ball, sehen wir hier, aber ich glaube, der wäre auch so gut gewesen. Ohne Netzkante wäre er noch besser gewesen, gewaltiger Rückhand passierbar. Schön gesehen von Pete Sampras. Ja, wir können uns erinnern, in Stockholm hatte die Bälle immer genau hingespielt, wohin der Gegner lief. Besonders in dem Spiel gegen Boris hat er die Bälle zugespielt. Hier hat er doch den Riecher, das heißt, er guckt doch noch ein bisschen zum Gegner, wohin der sich eigentlich bewegt. Und Pistol Pete hat wieder mal durchgeladen und getroffen. 3:2, noch kein Break in diesem zweiten Satz. Bin gespannt, ob wir einen von beiden am Samstag im Halbfinale sehen. Glaube ich eigentlich schon, aber vielleicht auch am Sonntag im Endspiel. Und am Sonntag gibt es ja auch am Abend noch eine wichtige Sendung in Sat 1, die auch was mit Tennis zu tun hat. Sonntag ist Stichtag. Das Leben im Tenniszirkus. Jessica und Michael Stich live im Studio. Exklusiv bei Pierre Littbarski. Und alles weitere über Japan am Sonntag in Ranissimo. Ranissimo, Sonntag 19.15 Uhr. Na, so ein ähnliches Bild werden wir nachher schon sehen, wenn Michael Chang, dessen Vorfahren aus Asien stammen, gegen Andre Agassi unten auf dem Platz sein wird und Michael Stich hier oben in der Kommentatorenkabine neben Matthias Stach. Das ist das zweite Spiel am heutigen Nachmittag, wenn denn Pete Sampras und Stefan Edberg ihr Match beendet haben werden. 3:2, der Spielstand für Sampras, der die Seiten nochmal richtet. Time. Und die Stimme von Rudi Berger, dem deutschen Schiedsrichter. Zwei Männer auf dem Weg zur Arbeit. Pete Sampras hat ja mal gesagt, er ist kein Komödiant, sondern Geschäftsmann und der Tennisplatz ist sein Büro. Weiß nicht, ob er sich so wohl fühlt heute bei der Arbeit. Hab noch nicht so den Eindruck. Exequo, die gewonnenen Punkte. Mächtige Rückhand von Pete Sampras bringt Edberg in Schwierigkeiten. Ja, zum ersten Mal so richtige dicke Luft bei seinem eigenen Aufschlagspiel. Ja.
49. Ist das das alte Leiden, dass er unter Druck mit den Nerven seine Probleme bekommt? Drei Breakchancen auf jeden Fall. Die ersten in diesem zweiten Satz für den Weltranglisten ersten. Chancen nicht genutzt von Sampras. Eine hat er noch gegen den aufschlagenden Edberg. Mal durchatmen, Stefan. Wichtige Phase, drei gute Aufschläge. Und Sampras sicherlich unglücklich über diese vergebenen Möglichkeiten. Muss er wieder neu aufbauen. Trefferquote beim ersten Aufschlag ist deutlich schlechter geworden bei Stefan Edberg. 74% im ersten Satz, jetzt nur noch 55. Das ist so gerade die Untergrenze. Auf der anderen Seite Steigerung beim Aufschlag von Sampras. Das ist einfach zu hören, da war das Netz dazwischen. Die Dame hat die sensiblen Fingerspitzen. Das weiß natürlich, wie die Bewegung von Edberg ist. Nach dem zweiten Aufschlag kann sich darauf einstellen und dementsprechend mit diesem Return sich den nächsten Breakball erarbeiten. Fantastischer Ball von Pete Sampras. Sein bester Schlag und da wundere ich mich eigentlich, dass er den bis jetzt so wenig eingesetzt hat. Ja, denn er kann diesen genauso gut Longline spielen, wie er ihn hier spielt, aber genauso auch kurz Cross in die Vorhand. Schauen wir uns nochmal an. Von Edberg. Aus dem guter Flugball. Aber sehr verdeckt die Absicht und durch diese frühe Ausholbewegung kann er eigentlich im letzten Augenblick dann noch den Ball entweder Longline spielen, so wie er ihn gespielt hat, oder kurz Cross.
Das haben wir gestern mal bei Boris Becker gesehen. Van Lendl beherrschte das auch. Und Pete Sampras hat mit diesem Punkt nun einen Break geschafft. Führt 4-2 bei eigenem Aufschlag im zweiten Satz. Ja, das könnte vielleicht die Wende gewesen sein in diesem Match. Vorhin schon mal angesprochen, in dem Maße, wie die Aufschlagstärke bei Edberg abnimmt, steigert sie sich bei Sampras. 70% jetzt die Quote des ersten Aufschlags im Feld, 46 war sie im ersten Satz. Wir erinnern uns, 6-4, der erste Durchgang an den Schweden. Edberg unter Druck geraten. Bruch im Spiel von Stefan Edberg, jetzt Günter Bosch. Ja, es war deutlich zu sehen, dass diese ersten Aufschläge nicht kamen, dass er zwar mit dem zweiten sehr viel Risiko einging, aber ist auch hier ein psychologisches Problem, denn beim zweiten Aufschlag, da hat der retournierende Spieler nicht mehr den Respekt wie vor dem ersten und so kann er dann auch viel, viel besser retournieren und davon hat eigentlich Sampras profitiert und so kam es eigentlich zu dem Break. Da sehen wir es, was die Aufschlagquote beim zweiten Aufschlag anbelangt, ist Sampras der erfolgreichere. Die beiden geben eigentlich gute Schwiegersöhne ab, habe ich mir mal so gedacht. Sind doch nette Kerle, sympathisch, das sind keine Schauspieler, keine Komödianten, keine Agassiz und keine Beckers, die ja mehr so die wilden Typen im Tennis sind, sondern richtig ruhige, solide, ausgeglichene, gute Jungs. Ja, aber was bemerkenswert ist bei den beiden, ich kenne ja beide sehr gut, ist, dass außerhalb des Platzes das sehr, sehr lustige und nette Typen sind. Ja. Und so gesehen finden sie immer die mentale Stärke dann für das Tennisspiel. Gut, auf dem Platz sind sie nicht die Schauspieler und diejenigen, die jetzt wirklich aus dem Unmöglichen was möglich machen, sondern genauso wie im normalen Leben sich auch auf dem Tennisplatz verhalten. Also doch gute Schwiegersöhne, wenn sie nämlich bei den Väten dann richtig lustig sind. So ist der eine schon vergeben, der jetzt aufschlägt. Der hat eine Frau, hat auch ein Kind, nämlich Emily, seit dem letzten Jahr im Juli. Und der andere hat eine feste Freundin. Edberg schlägt auf, 2-5 gegen ihn im zweiten Satz. Nummer 7 für den Schweden. Freuen sich seine Fans natürlich, aber ich denke mal, ähnliche Taktik bei Sampras wie im ersten Satz bei Edberg. Dieses Aufschlagspiel ein bisschen laufen lassen, Konzentration auf den eigenen Aufschlag, mit dem der Weltranglisten-Erste jetzt den zweiten Satz gewinnen kann.
sehr schöner Rückhandflug war von Sampras. Kein schlechter Passierball von Edberg mit der Vorhand, aber Sampras springt entschlossen zu diesem Vorhandflugball und kann den Ball noch abtropfen lassen. Und drei Satzbälle für Pete Sampras. Knapp eine Stunde alt das Match. Riecht nach drittem Satz. Ich meine, es war der schönste Ballwechsel in diesem Match. Zwei riskante Bälle von Pete Sampras auf die Linie. Aber es sind natürlich zwei Künstler. Und dann der Blick. Das war schon toll. Erster Satzball abgewehrt. Lass ihn doch ausgehen, Mensch. Ehrlich, das war das Kurioseste, was jetzt gelaufen ist. Guck mal. Ich bin mir nicht so sicher, dass dieser Ball im Aus gelandet wäre. Aber jedenfalls sehr schön. Das war natürlich das Beste, was wir heute Nachmittag sehen konnten. Die Box zum einen von Pete Sampras und so ein bisschen Mitleid bei Annette für ihren Mann. Toll gekämpft und am Ende dann doch den Ball ins Netz geschlagen. Toller Ballwechsel. Freude bei Nick Bollettieri. Da sehen wir es nochmal. Der hätte eigentlich schon verwandelt werden müssen. Dann kriegt der Stefan Edberg den Schläger noch hin. Sampras reagiert ein bisschen langsam. Edberg rückt vor nach diesem Notlob. Dass die Netzkante auch noch ins Spiel musste, gehörte dazu. Und dann wäre er aus gewesen, oder? Nee. Naja. Wie dem auch sei, grau ist alle Theorie, der Ball ist im Netz. Und der Punkt und damit auch der Satz bei Pete Sampras. Hier wusste er nicht so genau, was er da eigentlich spielen soll. Mit der Vorhand zwischen den Beinen, mit der Rückhand entscheidet sich dann für die Rückhandseite, aber kann nur noch einen Lob spielen. Und dann hier die Netzkante. Und hier meinen Sie, dass dieser Passierball ihm ausgewiesen wäre? Ja, wäre knapp. Muss man nehmen, auch wenn er knapp ihm ausgewiesen wäre, aber den muss man nehmen. Nur die Kraft hat ein bisschen gefehlt, deswegen der Sturz von Edberg. So, jetzt werden wir also den dritten und entscheidenden Satz in dieser Partie sehen. Die Spiele gehen ja bis einschließlich Samstag immer über zwei Gewinnsätze, also Best of Three, Finale Sonntag, Best of Five. Eins beide nach Sätzen. Thank you.
Das erste Spiel im dritten Satz geht an den Schweden Stefan Edberg, der übrigens gegen den Weltranglisten Ersten eine positive Bilanz besitzt. Immer noch, die beiden treffen sich heute zum 12. Mal. Und die Bilanz bisher ist positiv für Stefan Edberg. Von den 11 Spielen hat er 6 gewonnen. Die Sampras 5. In der Halle ist sie ausgeglichen und die wichtigsten haben wir hier mal aufgeführt, nämlich die beiden, die es in diesem Jahr gab. In Indian Wells hieß der Sieger Sampras im Frühjahr, dann das vorhin schon erwähnte Davis Cup Match. Da musste Sampras aufgeben wegen der Verletzung. Anschließend hat er 4 Wochen Pause gemacht, bis er in Stockholm wiederkam, um dort dann im Halbfinale gegen Becker zu verlieren. Und die 3 Treffen, die es bisher hier bei der ATP Tour WM in Frankfurt gab. Edberg 90. Der Sieger, da stand er im Finale, verlor gegen Andre Agassi. Dann 92 hieß der Sieger Pete Sampras. 91 war übrigens Stefan Edberg als Weltranglisten-Erster auch qualifiziert, konnte aber wegen einer Verletzung auch nicht antreten. In dieser schönen Festhalle, die ja nun zum 5. Mal hintereinander im November im Blickpunkt der Tenniswelt steht. In 3 Wochen dann der Abschluss des Tennisjahres mit dem Comeback Grand Slam Cup in München, wo wir auch Stefan Edberg und wo wir auch Pete Sampras, aber auch Agassi, Becker und viele, viele andere, die 16 besten Spieler der Grand Slam-Turniere wiedersehen werden. Sampras schlägt auf, 0-1 aus seiner Sicht im dritten Satz. Edberg attackiert früh. Gefährdet der kleine Junge. Sehen wir hier noch mal bei diesem Rückhandpassierversuch von Edberg. Wäre zwar nicht hart gewesen, aber naja, besser so. Sehr schönes Tennis. Stefan Edberg, der Herr der Netze, versucht jetzt am Netz die Entscheidung zu erzwingen, aber die Reflexe von Sampras sind gut. Ballgefühl.
30 vor dir sind. Rückhand, bester Schlag von Edberg. Vorteil USA in diesem Moment, wenn es hier Davis Cup wäre, würde der Schiedsrichter sagen. So sagt der Vorteil Sampras. Sieht ja schon manchmal ein bisschen komisch aus, wenn er die Zunge da so raushängen lässt. Eins beide. Fans aus Oberhessen sind auch da. Da haben wir hier Sampras, wir haben Chang, wir haben Agassi. Reichlich US-Boys am Start bei dieser ATP-WM. Ganz seltenes Bild, ein Grundlinienduell bei den beiden mit dem Fehler von Edberg am Ende. Fehler wird gegeben. Macht er eigentlich sehr oft, der Stefan Edberg, wird aber selten reklamiert. 40, 40. Kommt ganz, ganz selten vor.
Ja, aber das Kuriose an der ganzen Sache ist, dass er nie zu dem Linienrichter gucken würde, wenn er jetzt einen Fußfehler gegeben wird. Jeder andere Spieler würde jetzt nachfragen, mit welchem Fuß, mit dem linken, mit dem rechten, um den Linienrichter ein bisschen durcheinander zu kriegen und ihn zu schocken. Dann sehen wir deutlich, dass der Fuß im Feld ist, bevor der Ball den Schläger verlassen hat. Aber mit einem Ass beendet Stefan Edberg trotzdem dieses Aufschlagspiel positiv für ihn. Führt mit 2:1 in diesem dritten und entscheidenden Satz. Später dann, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Michael Chang, Andre Agassi, Matthias Stach und Michael Stich. Zwei gute Doppel, die wir Ihnen noch anbieten können. Aber wir haben noch mehr Tipps fürs Programm für Sie. So, da sind wir wieder in der Festhalle. Nicht alles ästhetisch, was wir gesehen haben, aber alles sehr interessant und sehr spannend. Genau wie dieses Tennismatch zwischen Pete Sampras und Stefan Edberg. 1:1 nach Sätzen, 2:1 für Edberg im dritten Satz. Und Pete Sampras, der Weltranglisten Erste, wird aufschlagen, wenn die Schweißtropfen vom Feld gewischt sind. Die kommen aber von Edberg. Die sind noch von Edberg von vorhin. Da haben wir die schöne Großeinstellung gesehen, wie es getropft hat. Ich sage ja, ein guter Schwiegersohn kann sogar im Boden putzen. So, Sampras schlägt auf. Voll durchgezogen, die Rückhand von Stefan Edberg. Das war heute eigentlich sein stärkster Schlag. Immer genau zum Ball gestellt und dann kann er wirklich voll durchziehen und auch so einen Winkel finden. Sehr großes Selbstvertrauen. Wir sprachen ja von Selbstvertrauen und wie das eigentlich zustande kommt, wenn man eben dieses Gefühl hat, dass man solche Bälle auch voll durchziehen kann, dann natürlich ist das auch ein Beweis eines enormen Selbstvertrauens. Thank you.
der Ball von Stefan Edberg und damit zwei beide im dritten Satz. Spielgewinn also für den Weltmeister von 91 gegen den Masters-Sieger von 89. Beim letzten Turnier in New York war ja Stefan Edberg der Sieger. Beide seit 1990 immer qualifiziert für Frankfurt. Einmal Absage Edberg wegen Verletzung, das war 91. Und noch kann man nicht sagen, wer von beiden hier heute dieses Match gewinnen wird. Eins ist klar, sollte es Stefan Edberg sein, wäre das sicherlich eine Riesenüberraschung, dass der Weltranglistenerste Pete Sampras das Halbfinale verpasst hätte. Sollte es Sampras sein, ist in dieser Gruppe alles wieder offen. 15:00. Eigentlich ganz selten kommt sowas vor, dass Edberg ein Grundlinienduell gewinnt. Aber er hat die nötige Ruhe, Geduld. Mit der Rückhand kann er voll durchziehen und die Vorhand spielt er schön brav zurück. Man schlägt auch noch gut auf. Ass Nummer 9 in diesem Match schon, das zweite im dritten Satz. Damit ist er heute besser als Pete Sampras, der ja eigentlich einer der stärksten Aufschläger auf der ATP-Tour ist. Der Ball ist aus, das Spiel geht an Stefan Edberg. 3:2 für den Schweden im dritten Satz. Die Entscheidung reift so langsam heran. Schauplatz Frankfurter Festhalle, ATP-Weltmeisterschaft. Pete Sampras gegen Stefan Edberg, 3:2 für Edberg. Sampras schlägt auf, dritter Satz. Stefan Edberg sucht immer wieder jetzt den Weg zum Netz, aber voll durchgezogene Rückhand von Sampras, unerreichbar für den Schweden. Da hat er das Mädchen fast abgeschossen da hinten. Nochmal. Ups. Kleiner Angstschrei, dieses Out. Unglaublich von Edberg. Und da läuft er noch. Ja, das nennen wir den athletischen Tennislauf. Wenn ein Spieler so eine lange Strecke laufen muss. Und das sehen wir hier nochmal bei diesem Stopper von Sampras. Natürlich, der hat den Punkt schon längst abgehakt, ist nicht konzentriert, deckt nicht ab den Longline-Passierball und dann kommt es zu seinem Wandel des Punktgewinns. Haben wir die Statistik der Volleys. Kleiner Sonderbeifall für die Kopfballeinlage von Stefan Edberg. Ja.
super, sagt die Dame. Recht hat sie. Ja, super, weil er diesen Ball so einen Schnitt gegeben hat. Das sehen wir ja öfters beim Golfspielen. Ja, dass der Ball eigentlich sich dem Netz nähert durch diesen Seitenschnitt, den man ihm vermittelt. Und Ass Nummer 7 für den Weltranglisten Ersten. Drei beide. Wir gehen ins siebte Spiel des entscheidenden Satzes mit neuen Bällen. Vorteil für den Aufschläger. Spannung steigt jetzt. Festhalle fast so auf den letzten Platz besetzt. Und Stefan Edberg zeigt nochmal an, neue Bälle. Drei beide, dritter Satz. 15-0. Da ist er geschlagen, der Pete Sampras. Ja, normalerweise dürfte sowas nicht vorkommen, aber ich erwähnte es schon einmal in dem ersten Spiel Becker gegen Ivanisevic, dass das Kabel von diesem Netz nicht so stramm ist, um wirklich dem Ball ein bisschen einen höheren Absprung zu geben. Der tropft nur herüber und so gesehen hat der Spieler hier, in diesem Fall Sampras, überhaupt keine Chance, seinen Netzroller noch zurückzuspielen. Aber wir sind uns ja einig, sowas wollen die Leute ja sehen, bei aller Liebe zum Netz, ne? Ja, aber er hätte ihn gut noch rüberspielen können. Der war ja nicht so weit entfernt. Ein enges Aufschlagspiel für Stefan Edberg. Dieses siebte Spiel im dritten Satz. Aufmunterung für den Schweden. Den Außenseiter in diesem Match. Und spät kam der Ruf, war deutlich sichtbar, dass der Aufschlag zu lang war. Nee. Oh. Das tut natürlich weh. Das tut weh. Da ist so ein junges Mädchen, die eingesetzt wird für so eine schwierige Entscheidung. Natürlich ist Edberg bekannt, hier ist das Mädchen, ja. Die spielt kaum ein bisschen Tennis und will jetzt hier
praktisch entscheiden, wer gewinnt und wer verliert durch so eine. Na gut, sie muss sagen, was sie gesehen hat, nicht? Und wenn sie gesehen hat. Aber glauben Sie, dass so ein junges Mädchen entscheiden kann bei einem Mann, was da Fußfehler ist oder nicht? Das ist die beste Antwort darauf. Das ist die beste. Ja, die beste Antwort ist, dass sich Edward nicht aufregt bei seiner Entscheidung. Das ist toll. War ja die Grundlage für den Schlag. Er ist ja cool geblieben, er hat den Ärger runtergeschluckt und hat dann gezeigt, dass er auch in dieser bedrängten Situation sich aus der Breakchance für Sampras befreien kann. Und so gewinnt er denn doch noch sein Spiel 4-3 für Stefan Edberg. Ja, aber lassen Sie mich mal bitte das erklären. Wie ist es möglich für einen Linienrichter genau hinzugucken? Denn man sagt ja, bevor der Ball nicht getroffen wird, darf man die Linie nicht berühren. Das heißt, man muss gleichzeitig nach oben gucken, wann der Treffpunkt ist, und nach unten gucken, ob jetzt der linke oder rechte Fuß oder Schuh die Linie berührt hat. Wer kann das? Keiner kann das. Das ist eine schwierige Sache, aber dann müsste man die Regel ändern. Wenn es keiner kann, dann ist es sinnlos. Ja gut, man kennt die Angewohnheiten der Spieler und deswegen weiß man, dass zum Beispiel Edberg öfters Fußfehler macht, aber mit dem rechten Fuß. Ja, das ja, aber so ein junges Mädchen kann sowas bestimmt nicht beurteilen. Denn ich bin mir sicher, dass die vielleicht so ein bisschen Tennis spielt und hier so eine Ausbildung gemacht hat als Linienrichterin, aber keine Erfahrung in so bei so einer Weltmeisterschaft hat. Da haben wir gerade noch mal den, ja, sagen wir mal, den lustigsten Punkt, auch wenn er nicht gut war für Pete Sampras gesehen. Und jetzt schauen wir noch mal auf die Linie. Achtung. Ja, gut, er hat wirklich mit dem rechten Fuß die Linie berührt. Also, nur man muss ein bisschen Gefühl haben zu dieser Situation, denn hier geht es ja um enorm viel. Hier. Und dann soll so eine Entscheidung zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. Dann stellen Sie sich vor, er hätte hier einen Break bekommen. Das hat aber was mit Verantwortung zu tun, ne? Also Sampras schlägt auf. 3-4 aus seiner Sicht. Wir nähern uns der entscheidenden Phase dieses Spiels. Ein enttäuschtes bei den Zuschauern, weil an der Netzkante hängen geblieben. Und Sampras auf dem Weg zum 4-Beide. Passt genau ins Eck, der Lob. Sampras hat seine Pflicht erfüllt, hat sein Aufschlagspiel durchgebracht und jetzt ist der Druck natürlich wieder beim Schweden. Er weiß genau, wenn er jetzt wackelt, wenn er sein Aufschlagspiel verliert, dann ist womöglich das Match weg. Das weiß natürlich auch Annett.
Sehr gut gesehen von Sampras, ja, früh genau. Gestartet. Ja, und gut koordiniert die Ausholbewegung des Schlägers mit dem Laufen. 15 Meilen. Das war ein Meisterschlag. Haben wir selten gesehen in dem Match, obwohl Stefan ja immer relativ nah am Netz steht, dass Pete Sampras zum Lob greift als Mittel, um sehr den Punkt zu machen. Sehr schön verdeckt, also kann man kaum erkennen. Im letzten Augenblick gibt er dem Ball diesen Vorwärtstrall und spielt ihn als Lob über Edberg. Das ist das. Ja, Sampras bezweifelt die Gültigkeit dieses ersten Aufschlages. Vorwurfsvoller Blick. Und Spielgewinn für Stefan Edberg. 5-4 und damit hat er den Druck ausgehalten und ihn jetzt wieder rübergeschoben zum Weltranglisten-Ersten. Der jetzt gleich sein Aufschlagspiel durchbringen muss, hat allerdings, muss man dazu sagen, im zweiten und jetzt auch im dritten Satz noch keine Breakmöglichkeit für Stefan Edberg zugelassen. In der Bosch, wir wissen es natürlich nicht, aber nur der Glaube kann uns weiterhelfen. Glauben Sie, er kann es aushalten, der Stefan Edberg? Ach, ich kenne ihn ja so gut und weiß genau, dass er so in sehr kritischen Situationen, also wenn es zu einem Tiebreak kommen sollte, dass er da öfters leichte Fehler macht. Hier haben wir nochmal diese sehr schöne Rückhand, die er wirklich wie im Lehrbuch spielt. Nochmal die Knie jetzt zu sehen und jetzt diese, der halbe Rücken zeigt in die Schlagrichtung. Er bleibt immer seitlich stehen. Drei. Der Ellbogen nahe am Körper. Hier ist das ein Slice, Rückhand-Slice, genauso mit derselben Ausholbewegung. Sehr schön. Sehr schön, die linke Hand bleibt hinten, also wirklich eine Rückhand, die jedem Jugendlichen zu empfehlen wäre. Er ist in vieler Beziehung halt ein Vorbild, der Stefan Edberg. Und was die Spielweise anbelangt, ist sicherlich Pete Sampras genauso einzuordnen. Spannung hier bei diesem Match. 5-4 für Edberg. Sampras schlägt auf, muss sein Aufschlagspiel gewinnen, sonst hat er das Match verloren. Zu hastig von Edberg. War wohl gut der Ball von Sampras auf der Linie. Und es sieht hier nach dem 5-5 aus.
Ja, man darf keinen Punkt zu früh eigentlich schon als gespielt ansehen. Das weiß auch Tim Gallixen, wie hier. Ja, wenn man den Kopf nur nach unten hält und sich nur auf den Ball konzentriert und nicht genau hinguckt, auch ein bisschen hinguckt, was der Gegner tut, passiert das öfters, dass man den Ball genau hinspielt, wo der Gegner steht. Nehmen wir noch mal den Punkt. Ein bisschen Glück ist auch dabei. Die Zuschauer, ich denke mal, sie feuern wieder Edberg an, weil das nun doch schon die Überraschung wäre. Und natürlich, Edberg und Becker. Semples keine Gefahr mehr für den Deutschen, wenn er hier verlieren würde. Aber so weit sind wir natürlich noch lange nicht. Schließlich hat das Spiel bald zum 5:5. Total ausgeglichenes Match zwischen den beiden. Vielleicht wird es wirklich dann die einzige Entscheidungsmöglichkeit geben, nämlich den Tiebreak. Vielleicht verliert aber auch Stefan Edberg jetzt in der entscheidenden Phase die Konzentration. Er ist jedenfalls der Spieler, der jetzt mehr unter Druck steht. Sampras voll konzentriert und platziert den Ball und den Punkt. Immer. Da hat sich Edberg für die andere Seite entschieden. Sampras hat es gesehen, den Punkt gemacht und so wird es jetzt wieder eng für den Schweden. Das alte Nervenleiden, Günter Bosch. Ja, ich habe es leise vorausgesagt. Und zuvor wollte ich ja schon sagen, je enger die Situation wird, umso gefährdeter ist Edberg mit solchen Flüchtigkeitsfehlern und besonders mit dem Doppelfehler. Breakchance für Sampras. Abgewehrt. Starker Aufschlag von Edberg hinterher.
Ass Nummer 10 in diesem Match. Kurzer Blick an die Hallendecke. In der Tat, er hat Vorteil, er hat Spielball. An der Anzeigetafel zu sehen. Naja, da kann er noch mal durchatmen, der Stefan Edberg. Er hat jetzt das Seine dazu getan, dass hier Pete Sampras jetzt wieder unter Druck geraten ist, denn er muss sein Aufschlagspiel gewinnen, um in den Tiebreak zu kommen, in dem dann vermeintlich zumindest der stärkere Pete Sampras sein könnte. Aber Edberg spielt auf einem sehr hohen Niveau. Immer mal ein kleiner Einbruch, aber er kommt wieder raus, Günter Bosch. Ja, aber der Stärkere im Tiebreak ist eigentlich derjenige, der besser aufschlägt. Ja, der auch mit dem Aufschlag direkte Punkte macht. Zwar hat in diesem Spiel überraschend viele Asse Edberg geschlagen. Ja, das sind sogar 10, verglichen mit Sampras, der nur 7 geschlagen hat. Und das ist eigentlich entscheidend im Tiebreak, dass man diese Punkte leichter gewinnt mit einem Ass als mit einem anschließenden Flugball, denn beim Flugball kann ja einer oder der andere mal an der Netzkante hängen bleiben oder man verzittert einen Flugball, so wie wir das bei Ivanisevic gesehen haben gegen Becker. Also ist es einfacher eigentlich für den Sampras im Tiebreak, weil er geht voll auf Ass mit dem ersten Aufschlag, er spielt den zweiten sehr riskant, mal sehen, aber erstmal muss er dieses Aufschlagspiel gewinnen. Eben. 5-6 aus der Sicht des aufschlagenden Pete Sampras. 15-0. Ja, noch ein Ass hinterher. Und noch eins hinten drauf und damit kommen wir dann in der Tat dem Tiebreak ein gehöriges Stück näher. Das war einer der schnellsten Aufschläge heute Nachmittag von Pete Sampras. Ein Punkt fehlt noch zum Tiebreak. In den Unentschiedenbrecher, der jetzt entscheiden wird, ob Stefan Edberg mit Boris Becker ins Halbfinale der ATP-WM einzieht oder ob Pete Sampras, Boris Becker, Stefan Edberg und auch Goran Ivanisevic noch die Chance haben, die Runde der letzten 4 zu erreichen. Die ersten beiden dieser weißen Gruppe kommen ja weiter. Edberg eröffnet das entscheidende Duell am Nachmittag. So unglaublich, wie Sampras noch diese Rückhand spielen kann. Das ist ein kurz cross gespielter Ball. Da muss man extrem tief unter dem Ball gehen. Das heißt, mit sehr, sehen Sie, wie tief er da unter dem Ball geht, mit total gebeugten Knien. Und nur so kann man den Ball noch so übers Netz spielen.
2-1, 2-1, Service. Er steigert sich jetzt. Sieht ja in der Tat so aus, als sollte er auf den Punkt konzentriert jetzt seine Aufschläge ins Feld bringen können. Ja, und da meinte ich ja mit diesem, wenn man Aufschlag volle spielt, dass man da immer wieder so einen relativ leichten Flugball verschlagen kann. Dieser Ball war auf den Körper. Er wusste nicht, Vorhandflugball, Rückhandflugball. Meistens ist es dann zu spät und dann kommt der Fehler zustande. Spiel ist noch nicht entschieden, aber die Weichen sind jetzt natürlich gestellt. Zum Vorteil für den Weltranglisten ersten. 3-2 die Führung und er hat jetzt 2 Aufschläge. Ja, aber deutlich sichtbar. Deutlich sichtbar, ja. Pass Nummer 10, jetzt hat er gleich gezogen. Gewaltig zugelegt. Im letzten Aufschlagspiel hat er schon 2 Asse gemacht und jetzt wieder 2 im Tiebreak. Das, was ich sagte, dass diese Asse enorm hilfreich sind in einem Tiebreak. Und er hat jetzt noch einen Aufschlag. Und Stefan Edberg, der wird sicherlich im Köpfchen auch schon haben, dass er jetzt auf der Seite steht, wo seine Freundin, diese Linienrichterin, sitzt. Und so gerne auf seine Füße schaut. Er ist im Nachteil. Die Zuschauer versuchen natürlich nochmal, den vermeintlich Unterlegenen anzufeuern. Aber Sampras psychologisch jetzt im Vorteil. Aufschlag. Nicht so gewaltig von der Härte, denn es waren in Anführungszeichen nur 150 Stundenkilometer, aber sehr gewaltiger Außenschnitt, Seitenschnitt. So, die Box von Pete Sampras in der freudigen Erwartung des Matchgewinnes. Stefan Edberg 2-5 gegen ihn. Der Return war sehr stark von Sampras, war schon fast der Satzball. Schwierig für Edberg zurückzubringen, aber dann mit diesem Passierball erarbeitet sich Pete Sampras Matchball Nummer 1. Mit gutem Aufschlag abgewehrt, aber jetzt natürlich die Chance bei eigenem Aufschlag für den Mann aus Florida, dieses Spiel doch zu gewinnen. Ja. Die entscheidende Aufschlagstärke, die Nervenstärke von Sampras, auf den Punkt konzentriert im Tiebreak zu sein, hat sich durchgesetzt. 4-6, 6-3, 7-6. Das ist das Resultat für den Weltranglisten-Ersten, der nach seiner Niederlage gegen Boris Becker gestern jetzt wieder alle Chancen hat, hier ins Halbfinale einzuziehen, der die Gruppe damit wieder offen gestaltet hat. Jetzt haben alle 4 hier noch Möglichkeiten, in die Runde der letzten 4 zu kommen. Boris Becker natürlich die besten Perspektiven mit 2 Siegen. Und morgen spielt er Günter Bosch gegen einen Stefan Edberg, der hier zumindest 1,5 Stunden lang auf sehr hohem Niveau mitgespielt hat. Ja, nur das auf der einen Seite. Er hat wirklich sehr gut gespielt, hat
unglücklich im Tiebreak verloren, obwohl man ehrlich sagen muss, dass Sampras ihm da überlegen war in diesem Tiebreak. Und wir haben jetzt da unten den Weltranglisten-Ersten, Pete Sampras, im Gespräch mit Matthias. Bitte schön. Pete, first of all, congratulations. Pete, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch. Das war ein sehr enges Match. Was meinen Sie, waren die entscheidenden Punkte? War es Glück oder waren es bestimmte Augenblicke im Match? Ein bisschen Glück war auch dabei, aber es hing von einigen wenigen Punkten ab, im Tiebreak beispielsweise. Ich war aber heute wirklich frustriert, gar nicht so gut drauf im ersten Satz und war auch noch ein bisschen fertig durch das Spiel mit Boris, hatte nicht so ein gutes Selbstvertrauen. Dann hing es natürlich im Tiebreak von wenigen Punkten ab. Einige Volleys, die ich gut getroffen habe, eher nicht. Daran lag sicher. Jetzt ist natürlich alles noch offen in dieser Gruppe. Morgen ist der große Tag. Wie bereiten Sie sich mental für ein solches großes Spiel wie gegen Goran Morgan vor? Wie gegen jeden anderen Spieler, wie für jedes andere Match. Gut, wenn ich hier nicht gewinne, dann bin ich Samstag wieder in Florida. So denke ich. Man muss sich gut vorbereiten, man muss den Service zurückbringen. Darauf kommt es mir an. Ich habe ihn letztes Jahr ja hier in 3 Sätzen geschlagen. Und wenn ich so spiele wie hier heute im 3. Satz, dann schaffe ich es. Vielen Dank, Pete, und viel Glück für morgen. Vom besten